Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MLS 22 auf der Nordfriesischen Marsch vierfach am Freitag. Einen wunderschönen guten Morgen. Grüß euch. Hier haben wir einen kleinen Stau, LKW-Stau. Was denn passiert hier los? Warum fährst du jetzt eigentlich weg? Du hast doch gar nichts drauf. Ach, da ist er vorher wahrscheinlich auch stecken geblieben, ne? Wie sieht denn die Strecke hier aus? Ja, das ist natürlich auch ein bisschen Käse, ne? Aber gut, weiß auch keiner, dass wir mit so einem langen Oschi um die Ecke kommen. Du musst einmal drehen, mein Freund. Weil die 75 ist tatsächlich da unten. Ja, genau. Fahr da mal hin. Ist eine gute Idee. So. Wird blockiert. Schon wieder der Steier. Okay. Oh, die Kalktextur verschwindet auch, wenn der Steinsammler drüber fährt. Interessant. So, er fährt erstmal die Strecke abgucken, ob wirklich alles so ist, wie es ist. Nicht gut. Ja, das sah richtig aus. So, da haben wir Paletten mit. Haben wir irgendwas, was wir diesen Monat verkaufen wollen? Haben wir irgendetwas? Ich glaube jetzt ja nicht, ne? Wasser, das Thema hatten wir schon mal. Wir müssen gucken, dass wir vorspulen. Also wir werden diesen Monat... werden wir kein Geld über verkaufte Produkte generieren, weil ich keine Produkte verkaufe. Weil wir haben keinen Bestpreis und wir haben ja extra dieses Lagerhaus hier gebaut, um Bestpreis zu generieren oder beziehungsweise an Bestpreismonaten zu verkaufen. Und dann machen wir das einfach nicht. Punkt aus, Komma, ne? So, er braucht noch ein bisschen mit dem Mähen. Alles okay. Ja, das ist mehr schlecht als recht, aber es muss leider so sein. Ja, was ist mit hier? Was ist seine Mission? Wieso steht der hier unten? Wieso steht der hier unten? Er steht richtig. Er hat alles richtig gemacht, das sieht man direkt. Was los? Ach so, du hast keinen... Ach so. Das ist ungünstig. Könnte hier schon wieder anders sein, ne? Immer noch nicht. Was ist los? Komm, wir laden jetzt einmal mal selber auf. Was kann das sein? Keinen Pfad gefunden? Keinen Pfad gefunden? War gerade ein bisschen viel los? Nee, findet immer noch keinen. Okay, ist wie es ist. Da muss der Chef einfach mal selber ran, ne? Nützt ja nichts. Da müssen wir einfach mal ein bisschen selber machen hier. Ich sehe auch links oben, dass wir an der... Multiproduktion Steine und Wasser brauchen demnächst. Geht voll? Haben wir nichts mehr? Der Anhänger sieht nicht voll aus. Ist leer. Wisst ihr? Oh, nein. Das killt uns jetzt, liebe Leute. Das wisst ihr hoffentlich, ne? Das killt uns jetzt gerade. Wir müssen gucken, dass wir die Mission abrechnen. Sonst haben wir hier bald ein Problem. Und ein großes noch dazu. Ich will nicht wieder irgendein Produkt not verkaufen, nur weil ich gerade knapp bei Kasse bin. Ja, das große Feld zu bestellen, ne, ist schwierig. Und ja, okay, aber... ehrlicherweise muss es auch irgendwann ohne Produktverkauf gehen. Hier müsste das sein, ne? Ja, sieht gut aus. So, unser kleiner Steier ist wieder, hat Bock. Ist der L... wo ist ein LKW? Sag mal, irgendwas läuft hier nicht richtig.
Wieso fährt denn der eigentlich hier? Minuten, der wird es gleich in die Bahnen gehen, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Zack. Mensch, Mensch, Mensch. Zeig mal, was du vorhast. Ach ja, der fährt in die Bahnen. Guck mal, ein Sportboot. Das ist ja geil. Muss ich mich gleich um meinen LKW kümmern, weil das gefällt mir nicht, dass der noch nicht da ist. Der war doch hier um die Ecke. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ja, Vögel zwitschern, sehr schön. Wo ist mein LKW hin? Ach, der ist schon wieder da oben, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Hat einen Ball mitgenommen. Ah, du bist auch der Mitarbeiter des Monats, ey. Nee. Ich sehe hier nicht. Ah, jetzt. Oh, da ist Wasser. Mensch. Wir drehen einmal. Kann doch nicht wahr sein, oder? Oh, ui, ui. Ist gar nichts passiert. Alles okay. So, wir werden jetzt gleich mal... Wir werden das selber machen. Ich habe gerade für mich geschlossen, wir machen das selber. Es ist mir zu knapp. Wir haben so hohe Ausgaben aktuell, dass das geht nicht. Wir müssen das Vorgewende wegmachen. Wir müssen gucken, dass das hier weitergeht. So, das ist schon mal gut. Dann nehmen wir den hier noch weg, damit er wirklich gut arbeiten kann, der Kollege. Man muss nämlich auch gucken, dass wir diese Woche auf alle Fälle mit den zwei Feldern hier fertig werden. Dann haben wir wieder so ein bisschen finanziellen Puffer. Wobei finanzieller Puffer ist natürlich bei der Lage des Gebrauchtwarenshops schwierig. Sag ich auch ganz ehrlich. Es ist schwierig. So, das passt, das haben wir jetzt gemacht. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch ein bisschen was mitnehmen. Wir können ihn ja einmal losfahren lassen zum Abladen. Da ist ja überhaupt kein Problem. Weil wir dann ja sehen, wie viel gemacht wurde. So. Ecken natürlich nicht optimal, aber naja, ist eine Mission, ne? Was wollen wir uns erwarten hier? Also heute habe ich es aber, du. Was ist denn heute los? Sage mal. Ich sehe schon wieder, wenn Patti das Video sich anguckt, um irgendwie einen Titel rauszufinden, ne? Dann heißt der Titel nur Ui. So, da liegen noch ein paar. Auf der anderen Seite liegen auch noch ein paar. Da kann der gleich schon mal losflitzen. Und wir kümmern uns dann um andere Dinge. Die 60 hat noch gar keinen Fortschritt, wobei die 60, glaube ich, eines der Heufelder ist, der neu angenommen in dieser Woche.
Ah, du weißt nie genau, geht's noch oder geht's nicht. Komm, wir fahren. Wir schicken ihn jetzt los. Er soll erstmal jetzt abdüsen. So, ausschalten. Somit ist der Goat auch dran. Das ist alles okay. Los geht die wilde Fahrt. Nee, du fährst bitte zur Gärtnerei jetzt. Wir müssen da gleich nochmal hingucken. Das darf ich nicht vergessen, das ist wichtig. Will noch einen kleinen Rundum-Check machen, ob das hier klappt. Okay, das Stroh wird mitgenommen. Da vorne ist der Ladewagen, das funktioniert schon mal. Sehr, sehr gut. Hier wird noch gefahren. Hier wird gekippt. Hier wird gerundballenpresst. Okay. Hier wird Silage aufgefüllt. Es sieht erstmal gut aus. Was ist denn dein Job? Ah, du wartest. Okay, alles gut. Das ist auch okay. Wir können jetzt, glaube ich, an dem... Ja, speichern, richtig und wichtig. Wir können, glaube ich, jetzt nochmal nachgucken bei dem normalen Kuhstall. Ob wir da noch was drin haben, bringen wir das auch gleich zur Molkerei, weil aktuell haben wir so ein bisschen Luft. 33.000 Liter ist absolut in Ordnung für mich. Dann sagen wir jetzt Kuhstall Nummer Uno. Milch abholen. Das geht aber dann wieder zur Molkerei, bin ich der Meinung. Weil die einfach mehr Milch benötigt. Auf geht die wilde Fahrt. Ist er... Ja. Okay, also links... Wir merken uns, links rum geht's, rechts rum Katastrophe. Vielleicht möchte da der Michael vielleicht die Kollision da hinten rausnehmen. Das wäre eine schöne Sache. Bitte. Okay, wir sind gut aufgehoben. Gibt es neue Missionen? Gibt es irgendwas, wie wir arbeiten? Nee, das ist alles das. Wobei ich auch sagen muss, dass ich nicht abgeneigt bin, wirklich alle Missionen einfach durchzuziehen und dann haben wir wieder ein bisschen Geld. Weil ohne Maus nichts los. Ihr kennt das Sprichwort. Und der Kalkstreuer... Ja. Ich überlege gerade, ob es sich lohnt, dass ich schon eine Sämaschine nach oben schicke zum Ansehen. Ich glaube es nicht. Ja, wobei, was kostet die Welt, ne? Was kostet die Welt? Hier. Lass mal noch einfach ein... Einer kann doch schon mal ansehen oben. Ah. Ah. Ich überlege gerade, wenn ich das nur mit einem mache, dann könnte es passieren, dass ich vielleicht das Problem habe mit den verschiedenen Wachstumsstufen. Wobei, das ist uns auch egal. Das haben wir schon öfter gesagt, ne? Oh, einfach ein schönes Fahrzeug. So, ich muss hier mal gucken. Kann ich hier auch Zuckerrohr einstellen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Deswegen lass uns mal gemeinsam schauen. Ja, wir können mit der Sämaschine auch Zuckerrohr anpflanzen. Passt. Jetzt nehmen wir mal Zuckerrüben. So, wir müssen aber erstmal alles auffüllen, ne? Wir brauchen Saatgut, wir brauchen Dünger, wir brauchen alles einfach. Alles, 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 alles. Und da werden wir wahrscheinlich auch einen Überladewagen nach oben stellen. Mit Dünger und Saatgut, weil das lohnt nicht, dass ich da die ganze Zeit runterfahren muss. Da haben wir noch ein bisschen Saatgut mit und Dünger müssen wir bei der Düngerfabrik holen. Ich hoffe, dass wir genug Zeug wieder haben, ey. Da steht hier schon unser ÜLW. Da werden wir uns jetzt einen Traktor schnappen und den einfach oben hinstellen, damit das einfach läuft. Oh, das sieht jetzt auch mager aus, ne? Man merkt, dass wir jetzt lange an der BGA zu tun hatten. Das merkt man schon. War notwendig, ja. Aber man merkt es tatsächlich jetzt. So. Du fährst mir jetzt einfach mal nach oben. Natürlich fällt, habe ich es vergessen. 78 oder 74? 78. Wir werden das jetzt mal so machen, dass wir mal ganz fix speichern werden. Weil jetzt den Kurs erstellen wird länger. Da bin ich mir sicher. Wobei, ich mache das einfach während der kleinen Pause. Liebe Leute,
Für heute sind wir fertig. Ich danke herzlich fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns gerne morgen zu einer weiteren Folge. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüssi.